Ja, endlich wieder Zeit zum Aufnehmen. Willkommen zurück. Wir haben in der Zwischenzeit mit den, was waren das? Menschen, glaube ich, den Handel zu Ende getrieben. Also haben das ganze Essen da rausgetauscht. Und jetzt habe ich noch ein bisschen was zu tun, bevor ich die Pause weiterlaufen lasse. Zum einen wollte ich unten mich um den Brunnen kümmern. Denn die Geschichte mit dem dreckigen Wasser ist wohl doch schlimmer als gedacht. Hier ist der Brunnen. Achso, da gehe ich mal ganz mit dem Cursor drauf. Also mit dem kleinen X da. Runter, 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 runter. Hier haben wir Luft, hier haben wir Wasser und da haben wir ein Pile of Mud. Also ein Haufen Schlamm. Und der muss da weg. Weil solange der da ist, ist auch das ganze Wasser schlammig und das kann Krankheiten verursachen. Also wir müssen es irgendwie hinbekommen, dass sich das Wasser von da wegbewegen will und den Schlamm mitzieht. Also irgendwie hier oder so runter zu buddeln. Da kommen wir aber schlecht ran. Warte mal, hier war das, ne? Ja. Dann müsste es ja auch reichen, wenn wir uns hier durchbuddeln und da channeln. Dann müsste das Wasser von da reinfließen und hoffentlich den Schlamm mitnehmen. Heißt aber auch, dass wir wieder Leute hier runterschicken müssen, die sich hier durchgraben. Aber das müssen wir halt riskieren. So, da wird also gebuddelt. Kommen die Zwerge überhaupt in den Bereich hier hin? Da ist schon mal ein Pilz im Weg, da können sie aber schräg laufen. Ja, müsste hinhauen. Dazu müssen wir jetzt aber oben die Tür erstmal wieder aufmachen. Die wurde hier abgeschlossen. So, dürft wieder durch. Dann, was war noch? Girugon kann aufhören hier zu bleiben. Und irgendwas war noch. Ach genau, die Töpfe. Mir wurde gesagt, dass eventuell diese Rockpots, die ich herstelle, gar nicht als Behälter für Alkohol dienen, sondern als Binnen, wo man Gegenstände drin einschließt, wollte ich schon sagen. Gucke ich mal ganz kurz hier. Da sind lauter Bins. Das sind aber, glaube ich, die normalen. Hier haben wir Buckets. Das da könnte ein Rockpot sein. Gucken wir mal kurz. Large Chaired Pot. Okay. Gucke ich mal ganz kurz, was hier alles in der Liste drauf ist. Wir haben gesagt, dass keine Barrels hier gelagert werden sollen. Also ein Pot gilt schon mal nicht als Barrel. Vielleicht gibt es hier eine neue Kategorie Pötte jetzt. Irgendwo hier. Aber sehe ich keine. Bins dürfen rauf. Ah, doch hier. Large Pots in Food Storage. Das muss mal weg. Das muss hier oben dann auch weg. S. Typ. Large Pots. Dann gehen wir oben zu unseren Brauern hin und sagen hier, ihr dürft jetzt nicht nur Barrels benutzen, sondern dürft auch Large Pots benutzen. Und dann gucken wir mal, ob da gleich jemand einen Pot hochbringt. Obwohl wir so viele davon gar nicht produziert haben. Müssen wir mal schauen. Dieb. Oh, da unten ist ein Dieb. Der aber gleich wieder abhaut. Und irgendwann hat er seine Pickaxe wahrscheinlich hingeschmissen. Oh. Wo kommst du denn her? Kredas hat Hunger und Durst und kommt gerade Richtung Falltür. War er etwa da unten eingesperrt? Das tut mir leid, Kredas, das wollte ich nicht. Echt nicht. Oh, und wo ich gerade sehe, wir müssen die Brücke hier auch nochmal weiterbauen. B, C, nein, B, G für Brücke. Und die soll raises nach rechts. Nein, die soll einfach nur retracten, also eingezogen werden. Und die soll auch ein bisschen größer sein, nämlich so groß. So. Und die soll natürlich aus Granitblöcken sein, wie sich das gehört. Dann brauchen wir später noch einen Schalter. Ich muss mir überlegen, wo ich den Schalter hinsetzen will. Denn wir haben jetzt hier oben den Schalter für die Floodgates, den Schalter für die Floodgates. Dann könnten wir da noch den Schalter für die Brücke hinmachen. Dann muss ich nur im Kopf behalten, wer für was zuständig ist. Weil am liebsten hätte ich natürlich den Schalter ganz links dann für die Brücke, den Schalter daneben für das Floodgate und den daneben für das Floodgate. Aber so einfach lässt sich das nicht umstellen. Dazu müssten wir die alle abreißen, neu aufbauen und neu verbinden.
Naja. Habe ich die ganzen Ambürste schon zum Schmelzen designiert? Nee, habe ich nicht. Sehr schön. Der Schmelzbefehl läuft hoffentlich unten noch. Oh, ich habe gerade den... So, genau. Du musst eingeschmolzen werden. Einbinden, einschmelzen wäre nicht ganz so lustig. So, wie schaut's unten aus? Sind unsere Miner schon dabei, törichterweise da hinten rumzubuddeln? Nö. Hat nicht mal einen Befehl dafür. Also es blinkt hier nicht. Und warum blinkt es nicht? Die müssten hier eigentlich einen Weg durchfinden. Keine Nachricht, die mir irgendwie weiterhelfen würde. Oh, ein Mandat. Was wird das wohl sein? Crossbows, zwei Stück. Wooden, Cross, zwei, fertig. Irgendwie übersehe ich die aber echt immer. Ich sehe die immer viel zu spät. Die Nachrichten sollten unten mal ein bisschen länger bleiben. Oder über mehrere Felder gehen. Sonst huscht das einfach nur so durch und man bekommt die Hälfte gar nicht mit, weil alles rot ist. Wo war jetzt die Stelle, wo wir graben wollten? Da. Und immer noch keiner auf dem Weg dahin. Nimm. Okay, also da gehen die Zwerge hoch. Da gehen sie durch. Hier ist eine riesige Fläche, da können sie auf jeden Fall durch. Hier kommen sie auch durch. Hier wird es schon haarig. Aber hier kommen sie auch durch. Und die Tür, die hier mal am Weg war, ist eh weg. Also warum kommen die nicht da runter? Wenn ich jetzt den Burrow aktiviert hätte, dann würden Fehlermeldungen kommen, kann das Gebiet nicht erreichen. Aber so? Werden sie noch am Hin und Her schleppen? Das kann sein. Weil die meisten Hauler, die meisten Miner sind ja auch gleichzeitig Hauler. Also Hauler-Miner und wir haben Hauler-Woodcutter. Also sie sind bestimmt noch dann beschäftigt, den ganzen Kram von der Karawane hochzubringen. Primär das ganze Essen. Und wir haben viel zu viele Goblins. Das sollte ich echt mal machen. Komm, wo ist unsere Goblin-Runterschmeißanlage? Müsste hier doch irgendwo sein. Genau, hier ist unsere Goblin-Runterschmeißanlage. Wer hat gerade Dienst? Schedule. Wir haben Limestone. Die Färbemittel. S, Shift A. Move dahin. So, sind die Türen offen? Offen, alles gut. Und sobald die da unten stehen, schmeißen wir die ersten Goblins runter. Es gab auch noch eine Idee, dass wir die Goblins hier alle in einen Käfig stopfen könnten und dann den einen Käfig mit nur einem Mechanismus, mit einem Hebel verbinden. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob es da Probleme gibt oder nicht. Weil ich weiß, früher war es so, wenn man die Käfige mit den Goblins transportiert hat oder die Käfige vertauschen wollte oder sowas in der Richtung, dann gingen die auf und die Goblins kamen raus. Das wäre nicht so toll. Aber das können wir immer mit zwei Goblins testen. Warum kommt ihr nicht? Achso, die Zeit sollte schon noch weiterlaufen, sonst kommen die auf keinen Fall. Oh, und in der Zwischenzeit gucke ich mal ganz kurz, ob oben alle Goblins Nakidai sind. Das kann ich aber so gar nicht gucken. Jetzt müsste ich sie erstmal aufstellen, ne? Das ist jetzt nicht gut. Und was ist das für eine komische weiße Gestalt da? Oh oh. Ein Hammerzwerg als Geist? Ja, das ist ein Zwerg. Ein Geist, der für ihn bekannte Gegenden aufsucht und dort herumschwirrt um den Platz seines Todes. Ah, da brauchen wir jetzt ein Memorations Lab oder so ähnlich heißt das. Also eine kleine Schrifttafel, wo denn der Name des Zwergs aufgeschrieben ist und seine Geschichte, damit er Ruhe findet nach dem Tod. Das war, glaube ich, beim Crafts Dwarfs Workshop. Engrave Memorial Slab. Dafür brauchen wir aber erstmal einen Slab. Oder? Oh. Ah, jetzt ist hier eine ganze Liste mit unseren Toten. Also der Wagen hat immer noch keine Ruhe gefunden. Der Wagen auch nicht. Der Zwerg nicht. Der auch nicht.
Das ist übel. Das verstehe ich jetzt nicht. Also, hier steht jetzt unser Hammerzwerg. Wurde noch nicht memoralisiert, also niedergeschrieben. Und warum nutzen wir die doofen Pfeiltasten? Also A, plus, 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 so. Also er wurde noch nicht niedergeschrieben. Er wurde enttombt, also er hat ein Grab bekommen. Der auch. Was hatte das Grab mit den ganzen Wagen auf sich? Ah, okay. Das sind dann wohl alles Zwerge, die von außerhalb reingekommen sind oder irgendwelche Wachen. Das sind sehr, sehr viele. Okay, aber die können uns egal sein. Was wichtig ist, ist dieser Hammerzwerg. So, jetzt gucken wir, ob eine Fehlermeldung kommt oder nicht. Ich sehe keine. Also braucht man anscheinend doch keinen Slab irgendwie in Vorbereitung. Also man gibt den Befehl und schon wird dafür irgendein Stein benutzt, um das niederzuschreiben. So, wieder Pause. Wo ist unsere Goblin-Runterschmeißanlage? Da ist der Brunnen, das ist zu weit. Nimm, 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 nimm. Da ist die Goblin-Runterschmeißanlage und da sind die Zwerge. Also I. Da, Shift-P für Pit-Pond-Einstellung. Und jetzt können wir hier die Goblins runterschmeißen. Nehmen wir erstmal diesen Goblin und den Goblin und gucken, was passiert. Ich nehme jetzt nicht so viele, nur für den Fall, dass einer von denen vielleicht noch bewaffnet ist. Obwohl eigentlich fast alle von unten kamen und unten waren ja alle schon Nakidai. Gucken wir mal. Interrupted by ein Peregrin-Falke ist wieder unterwegs. Dangerous Creature. Das ist nur ein Falke, der ist nicht gefährlich, der greift gar nicht an. Menno. Komm schon, gib uns Goblins. Inappropriate Building. Die wollen die Goblins nicht runterschmeißen, weil das Gebäude falsch ist? Eigentlich habe ich hier eine Pit Pond Area, die direkt neben einem Loch ist. Und wenn man eine Pit Pond Area neben einem Loch ist, schmeißen die Sachen normalerweise runter, anstatt sie in dieser Area abzuladen. Und das Ding ist auch aktiv. Das verstehe ich jetzt nicht. Shift P. Die beiden sind ausgewählt, hier oben. Ich kann ja mal testweise einen Hund runterschmeißen. Vielleicht geht das hier irgendwie besser. Lauter Fehlermeldung, dass es nicht klappt. Na gut, und jetzt sind sie auch schon wieder 3 Minuten da unten. Das heißt, sie fangen bestimmt schon wieder an zu meckern. Das heißt, wir heben den Befehl gleich mal wieder auf. S, Shift, A, O. Und dann muss ich mal gucken, was da jetzt schiefgelaufen ist. Also ich hebe jetzt auch den Pin-Pond-Befehl wieder auf. Sonst habe ich durchgehend überall rote Nachrichten. Das nervt. So. Und vielleicht fällt euch ja ein, was da jetzt falsch gelaufen ist. Denn ich habe so nicht wirklich eine Ahnung. Aber gut, gucken wir wieder hier runter. Komm schon, sagt mir, dass es jetzt geklappt hat. Nö, die Zwerge kommen auch dahin nicht durch. Ich bin jetzt echt versucht, die Zwerge hier runter zu schicken und alle Pilze abzuhacken. Oder hier das ganze Gold abzubauen und alles hier wegzuhauen, damit der Weg frei ist. Aber es wird nicht wirklich viel bringen. Machen wir trotzdem mal T und wir würden gerne Bäume fällen, also T. Und machen wenigstens den Eingangsbereich hier frei von Bäumen. So. Die Zeit läuft weiter, also warum kommt kein Holzhacker runter? Müsste eigentlich sofort irgendeiner von den Bäumen bzw. Pilzen anfangen zu blinken. Da blinkt einer. Das ist schon mal gut. Also die Zwerge kommen hier runter, zumindest bis in diesen Bereich. Also es muss an irgendetwas anderes liegen, dass die Miner nicht kommen. Schade, dass man nicht so einen Punkt setzen kann, aber ich setze hier einen Punkt und dann zeigt er mir, wie man zu diesem Punkt kommen kann. So à la Pathfinding. Das wäre noch ganz schick. Aber gut, man kann nicht alles haben. Wir
sind jetzt aber soweit erstmal fertig. In der nächsten Folge versuche ich dann rauszufinden, was genau mit den Pons schiefgelaufen ist und warum wir da nicht weiterbuddeln können. Na gut, also bis gleich.